Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir haben in der letzten Folge hier dieses Gebiet aufgebaut und haben die Brücken auf die andere Flussseite schon mal ja, aufgebaut. Damit wir, wenn wir auf der anderen Seite ankommen, da direkt weitermachen können. So, ich wollte beim letzten Mal mehr Wohngebiete aufbauen, weil wir tatsächlich mehr Wohngebiete brauchen. So wie es aussieht. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir das doch einfach mal. So, ich würde vorschlagen, dass wir die Wohngebiete, auch wenn sie gerade nach Büros schreien, aber ich würde vorschlagen, dass wir die Wohngebiete hier so hin machen. So, hier haben wir ja auch unsere Monorail. Gut. Man könnte sie auch hier reinmachen, ne? Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee, wenn wir sie hier reinmachen. Weil das hier sind alles Arbeitsplätze, oder? Ah, das hier sind Arbeitsplätze. Genau. Ja, ich meine, why not, ne? Gut, dann machen wir sie hier rein, damit wir schön gleichmäßig hier von oben nach unten gehen. So, da müssen wir jetzt aber mal gucken. Verdammt. Geht das überhaupt? Das geht, okay. Der Einbahnstraße. Die werden dann ja sowieso... das ist jetzt die Frage, wie wir das machen mit der Einbahnstraße hier unten. Ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen... 1, 2, 3, 4... Ja, komm. Lassen wir denen halt hier den Platz... ich denke, ich meine, wir müssen eh. Oh, verdammt. Warum können wir das denn jetzt? Okay. Das ist jetzt wegen dem Monorail-Kreuz ein bisschen doof. Wartet mal. Das ist jetzt wegen dem Monorail-Kreuz ein bisschen doof. Ah, dieses Einbahnstraßennetz ist ein bisschen kompliziert zu. Herzustellen, irgendwie, finde ich. Aber so sollte das doch passen. Und dann können wir hier vorne... können wir eigentlich weiterbauen, oder? Habt ihr alles hier? Wartet mal, ich guck mal gerade, ob ihr hier alles habt. Was ihr braucht. Wasser habt ihr. Strom sowieso. Polizei habt ihr. Feuerwehr. Könnte man noch mal eine hinmachen. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir euch mal eine Feuerwache hier hin. Ich denke mal, die können wir euch mal, ja, Moment, wir müssen ja hier noch eine Verbindung reinmachen. So, wobei hier unten können wir theoretisch auch das so machen, oder? Genau. Das so machen. Perfekt. So, und dann hier oben wieder so. Aber das geht wieder nicht, ne? Das geht wieder nicht. Wartet mal. Das geht wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen krebsig. Mit den Straßen hier. Aber nicht schlimm, das kriegen wir hin. So. Ach, geht sowieso nicht, die Verbindung, ne? Na gut. Lehrerdrohne mit Streik, wo denn das? So. Ah, das sieht doch cool aus. Okay, dann machen wir euch nämlich hier vorne in die Feuerwache hin. Ja, dann machen wir das doch einfach so. Machen wir die Feuerwache hier hin. Wunderbar, und dann können wir hier nochmal ein paar Wohngebiete aufbauen. Krankenhaus braucht ihr vielleicht auch, wa? Nicht wirklich, da habt ihr noch, okay. Schulen? Braucht ihr Schulen? Auch nicht, sieht gut aus. Okay, dann können wir euch hier ans Verkehrsnetz anschließen, hier. Bushaltestelle. Bushaltestelle. Dann ganz hier hinten noch eine. Dann noch eine U-Bahn-Verbindung.
Meine Güte, was ein Verkehrsnetz wir jetzt hier haben, ne? Also, ihr seht das. Das ist richtig krass. Aber das scheint so zu sein. Hier in diesem Spiel, dass man hier total auf den Verkehr achten muss. Da. Zack. Was haben wir hier? Hier haben wir gar keine U-Bahn oder was? Warum haben wir hier keine U-Bahn? Ah doch. Okay. Ja, gut. Hier vorne halt nicht. Wegen den Parks. Okay. Ja, wobei... Sollen wir hier vielleicht eine normale Straße hinziehen, damit die Leute von hier auch... Nee, aber wozu? Das sind ja hier normale Wohnungen. Okay. Monorail-Station passt da mit rein. Finde ich gut. Das Spiel hat gerade kurz gehangen, deswegen werde ich mal kurz speichern. Nicht, dass uns der Fortschritt hier flöten geht. So. Der Verkehr sieht wieder ein bisschen doof aus, sehe ich gerade da unten, ne? Warum auch immer. Also. Wahrscheinlich wegen dem Untergrund. Das kann gut sein, dass da wegen der U-Bahn, dass die da sich da alle in der U-Bahn tummeln. So, dann haben wir hier nochmal so. Genau, da kommen sie schon. Wunderbar. Kriegt ihr hier noch eure Erholungs... Wenn ich die mal vernünftig aufbauen könnte. So. Kriegt ihr hier... Eure Erholungsflächen. So. Das sieht aus wie eine Rakete irgendwie, dieses Gebäude. Das sieht ja richtig cool aus. Da kommt noch so eins, oder? Ne, das wird ein bisschen größer. Was da kommt, das wird ein bisschen heftiger. So. Ah ne, das ist auch so eine Rakete. Drei Raketen hier. Ich meine, von unten aus sieht das aus wie eine russische Sojus-Rakete. Und der obere Teil sieht aus wie das neue Starship von SpaceX. Aber okay. Geben wir euch noch ein paar Bäume. Richtig ästhetisch hier, ey. So, dann. Zack, 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 zack. Schön Bäume pflanzen hier für die Umwelt. Ja, da steht ja drauf, ne? Ganz genau. Schaut euch das an. So. Da steht ihr richtig drauf. So, wunderbar. Und ja, liebe Freunde, da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Wie wir hier weitermachen mit unserer Hauptstadt. So, ui, und die fahren ganz schön weit, muss man sagen. Bis hier oben hin. Okay. So, Geschenk wegmachen. So, Verkehr geht aufwärts, Umwelt geht aufwärts. Ja, gucken wir uns mal die Luftverschmutzung an. Ja, aber wie gesagt, das geht noch. In der alten Stadt war das schlimmer, muss man sagen. Da war das viel schlimmer. Ja, das passt doch, würde ich vorschlagen. Solange es gelb bis leicht orange bleibt, sollte das nicht das Problem sein, denke ich. Erhöhte Autobahn 0, warum? Ah, hier, das wird nicht... Warum wird das hier nicht genutzt? Hallo? Fährt keiner hier hin? Oh, was ist mit dem Flughafen los? Der sieht irgendwie komisch aus. Was? Brokkoli? Brokkoliförmige Gurke im Garten von Neue Stadt gefunden. Ah ja. Alles klar. Bürger von Neue Stadt glücklich und zufrieden. Oh! Ja, okay. Gesundheitswesen? Guck mal das, was mal. Da ist ein Krankenhaus, der was streikt. Da ganz oben. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier noch ein Krankenhaus hin. Tut mir jetzt leid um das Gebäude hier, aber wie gesagt. So. Ersetzen wir das einfach durch ein Krankenhaus. So. Boah, direkt Vollauslastung hier. Ja, ich meine, guckt euch unsere Finanzen an. Wir haben so 17 Millionen. Das passt. Haben wir alle Stadtverordnungen aktiviert? Haben wir sogar schon, okay. Stadtverschönerung, ja. Da können wir auch noch mal ein bisschen was tun, oder?
dich. Jungsbudget ist auch das alles auf Maximum. Ah, Verkehr, wartet mal. Flughäfen. Straßeninstandhaltung, öffentliche Verkehrsmittel. Da können wir noch ein bisschen was tun. Öffentliche Sicherheit, ja. Polizei, Feuerwehr. Euch geben wir auch noch mal ein bisschen was. Ich meine, wir haben es ja. Ne? Öffentliche Angelegenheiten, Reinigung, auf jeden Fall. Energie. Wasser. Jo. Ach. Stadtverschönerung, Darlehen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Eigentlich. Wir sind schon bei 226.000 Einwohner. Straßenplatz aus allen Nähten. Ah, okay. Das ist diese Verbindungsstraße hier. Da kann man eine Einbahnstraße draus machen. Ah, da müssen wir aber dafür die die Autobahn abreißen, oder? Nee, müssen wir nicht. Okay. Gut, dann mache ich mal eine... Geht das? Hey, das geht. Geil. Okay, sehr schön. Mach dann eine Einbahnstraße draus. Dann gucken wir doch jetzt mal, wie sich da jetzt hier der Verkehrsfluss entwickelt. Auf dieser Straße. So. Verkehr. Ja, die laufen zur U-Bahn. So, dann sollte hier eigentlich jetzt verkehrstechnisch weniger. Wartet mal, was ist das denn? Seehäfen, ja. Aber trotzdem mal hoch. Ich weiß ja nicht. Sollte jetzt hier eigentlich weniger Verkehr sein? Boah, das ist immer doch so viel, ne? Aber es bessert sich, denke ich mal. Ja, geben wir dem Ganzen mal eine Zeit. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass das wirklich was bringt jetzt mit der Einbahnstraße. Die U-Bahn ist halt schlägt halt heftig zu Buche, ne? So, Verkehr geht hoch. Okay, das finde ich gut. Oh, hier stehen sie. Schau mal das an. Da stehen sie voll im Stau hier. Ja, tut mir leid, Freunde. Aber ich kann doch nicht überall für Staufreiheit sorgen. Hier, Mann. Ja, und hier dieser Problembereich irgendwie, ne? Diese beiden Gebäude. Ist ein bisschen doof, aber gut. Der Rest funktioniert ja. Ne, wie ihr seht. Hier ist auch nochmal eins, aber passt schon. Und das Drachengebäude stelle ich jetzt unter Denkmalschutz. So, weil ihr habt mir auch erklärt, unter Denkmalschutz verhindert, dass das Gebäude abgerissen wird. Von daher, ja. Da das Drachengebäude eins meiner Lieblingsgebäude ist, habe ich das jetzt unter Denkmalschutz gestellt. Und wo war dieses riesenfette Gebäude? Was ich da beim letzten Mal gesehen hatte, so vor 2, 3 Folgen, ist irgendwie weg. So. Keine Ahnung. Haben sie schon ersetzt. Ich lasse die mal machen. So, okay. Wie gesagt, der Verkehr und die Umwelt gehen wieder hoch. Hier könnte man nochmal ein paar Plazas hinmachen für die Gewerbe. So. Richtiges Stückwerk hier. Aber gut, so muss das scheinbar laufen. Da kannst du ja wohl eine Plaza hinmachen. Okay, egal, dann. So, wie geht's euch da oben mit dem Verkehr? Wo war das? Hier war das mit der Einbahnstraße. Was habt ihr denn? Verkehrsgeräusch, ja. Gut, Freunde, was soll ich da machen? Ist halt so. Ich meine, ihr habt doch schon... Habt ihr keine Bushaltestelle? Hier fehlt auch eine Monorail, ne? Habt ihr keine Bushaltestelle? Warum habt ihr keine... Doch, da. Wartet mal. Machen wir nochmal eine Bushaltestelle dahin. So. In der Hoffnung, dass das ausreicht.
So, und dann machen wir hier nochmal ein paar Grünflächen hin. So. In der Hoffnung, wie gesagt, dass das ausreicht. So. Die Bushaltestelle, wird die genutzt? Ja, wird sie. Krass, schaut euch das an. Wird direkt hier... was? Kann man Bushaltestelle mit der Autobahn verbinden? Guck mal, so sieht das aus, ne? Wie jetzt? Mach mal hier eine Bushaltestelle hin. Das will ich jetzt wissen, Freunde. Kann man die Bushaltestelle direkt mit der Autobahn verbinden? Schau ich das an? Die Bushaltestellen kann man mit einer Autobahn verbinden. Okay, das ist ja interessant. krass. Okay. Dann mache ich mal ein paar mehr Bushaltestellen hier hin. Das ist ja cool, muss ich sagen. Das ist ja echt... Das ist aber komisch, muss ich sagen. Ah, guck mal, die Autobahn wird fleißig genutzt hier, finde ich gut. Das ist sehr komisch, muss ich sagen, dass die Bushaltestelle mit einer Autobahn verbunden wird. Aber ist halt so. Sehr interessant. Sehr interessant. Aber cool zu wissen, da habe ich gerade selber rausgefunden. Quasi. Und, ja, ich meine, warum nicht, ne? Dann machen wir euch hier auch nochmal eine... Ah, nee, das ist... Das ist nur... So, da. Da mache ich euch dann auch nochmal eine Bushaltestelle hin. So. Genau. Guck mal, die fahren mit der Autobahn. Das ist... Es ist so krass. Es ist so witzig einfach. Aber die wird nicht genutzt hier, komischerweise. Na gut, halt, weil hier noch nichts los ist. Ne? Deswegen. Okay, Nachfrage ist nach wie vor da. Das ist gut. Oh, Riesenbüroturm hier. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Aber das sieht doch alles gut aus, außer diese beiden Türme hier. Die sind arbeitslos. Braucht ihr wieder mehr Jobs oder was ist hier los? Ich guck mal. Guck einmal in der Region. Ja, ihr braucht wieder ein paar Jobs. Okay. Aber jetzt ist es ausgeglichen. Jobs und Einwohner. Von daher. Jo, dann bauen wir euch doch mal hier ein paar Jobs hin. So. Das heißt aber, ihr müsstet dann ziemlich Umweg fahren. Ne, wartet mal. Mach mal hier das weg. Ich hoffe, dass das so geht. Ja, danke. Wunderbar. Alles klar, dann können wir das ja so machen. Diese Musik, ey. So, ganz genau. So, und dann haben wir hier vorne Platz für jede Menge Verkehrsanbindungen. Eine Monorail habt ihr auch hier. Ich glaube, die müsste man nochmal verbinden, oder? Nee, passt schon. Das passt, würde ich vorschlagen. Richtig strukturiert hier. So. Ist klar. Dann haben wir hier 4x4 und dann machen wir jetzt ein richtig fettes Bürogebiet hier für euch. So. Ja, machen wir erstmal. Okay. So, dann Monorail-Stationen. Wieder weg damit. Aber erstmal Monorail weiterziehen. So. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut. Ich bin nach wie vor mitten in meinem Urlaub. Fahren morgen nach München tatsächlich. Also ich nehme es am Sonntagmittag auf hier. Fahren morgen nach München. Wie gesagt, einfach mal für eine Woche Erholung. Und deswegen würde ich. Deswegen nehme ich das jetzt noch kurz hier auf. Oh, es gibt sogar 5. Es gibt sogar 5er-Türme. Okay, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wie gesagt, wir brauchen mal ein bisschen Entspannung. Von daher, ja. Fahren wir halt einmal schön in den Urlaub für 5 Tage.
Und wir kommen dann wieder kurz bevor meine Arbeit dann wieder losgeht. Und zack. Und zack. Ihr hier habt eine Monorail. Das wusste ich noch überhaupt nicht, dass die auch 5-Fünfer-Türme aufbauen. Aber okay, das ist interessant. Und die Lehrer streiken gerade. Aber lass mich erstmal kurz das hier noch mit der Dings verbinden. So. Ich hätte eigentlich gerne hier eine Auffahrt. Wartet mal. Die Lehrer sollen mal bitte warten. Ich kümmere mich gleich um euch. Ja, ich kümmere mich gleich um euch. Das müsste doch jetzt klappen. Ah, wartet mal. Das klappt, glaube ich, nur mit einer Seite. Weil wir hier noch einen Durchgang haben. Wartet mal. Ey. So, dann mach das nochmal weg. Das hier auch nochmal weg. So, und dann hier. Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Alles klar. Dann haben wir hier nochmal ein paar freie Pflasterflächen hin. Wow! Hey, geil! Xylocorp Commercial Lot. Das sieht ja geil aus. Schaut euch das mal an. Wow! Das stelle ich unter Denkmalschutz. Das ist richtig cool. So. 5x3 also. Reichsgewerbegebiet. So, dann machen wir hier nochmal. Und dann machen wir euch hier vorne nochmal Plazas hin und dann kümmere ich mich um die Lehrer. Muss ich ja hier um alles kümmern, bin ich. Das kann man doch nicht verlangen. So. Zack, 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 zack. Oder vielleicht nochmal die ein oder andere Bushaltestelle hier hin, ja. Wenn die, wenn die so cool mit der Autobahn verbunden sind. Interessant, ey. Das ist echt cool. Dass die mit der Autobahn verbunden sind hier. So. Machen wir hier noch eine. Ey, lass mich hier rein. Lass mich hier rein. So. So. Machen wir es halt dahin. Bushaltestelle. So, zack. Sieht so ein bisschen aus wie das Vodafone-Gebäude in Düsseldorf, finde ich. Okay, da kommt noch ein schickes Gebäude. Ja, wunderbar, Mensch. So, was habt ihr gesagt? Lehrer. Lehrer streiken. Aber die streiken schon gar nicht mehr. Okay, große Verkehrsprobleme auf Allee. Ja, Alleen setze ich gerade relativ wenig ein, ne? Muss ich sagen. Ich weiß nicht, das bietet sich durch die Einbahnstraßen halt nicht mehr an. Irgendwie. Und, naja. Keine Ahnung. Also ist scheinbar nicht so, nicht mehr so benötigt. Okay, dann machen wir das mal so. Verbinden wir mal die Monorails. So, und so, hier, zack, und zack. So, dann würde ich hier nämlich gerne noch neue Wohnungen machen. Gewinn schrumpfen, Steuern trumpfen. Was? Ach, ihr wollt eine Steuersenkung haben. Können wir euch die verpassen? Ja, die können wir euch verpassen. Dann machen wir das doch. Weniger Steuern auf Gewerbe. Okay, so, zack. Da habt ihr eure Steuersenkung. jo. Cool. So, dann gucken wir doch mal. Ich würde vorschlagen, dass wir hier wieder sowas machen. Damit wir halt einen Platzhalter haben dafür. Und dann machen wir das so. Einmal so und... Ja, das ist jetzt... Wartet mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, da müssen wir eigentlich einmal so. Genau. Die Einbahnstraße. So, und dann hier. Das wäre es natürlich perfekt gewesen, wenn das gegangen wäre. Hier geht's. Machen wir es einfach so, kommt. Und dann. Oh Gott. Was ist denn das da draußen? Das hört sich ein bisschen gruselig an, aber okay. Dann geben wir euch eine Verkehrsprobleme.
Verkehrsanbindung. Schön an die U-Bahn, schön an die Autobahn bauen, die Bushaltestelle. So. U-Bahn-Verbindung. So. Dann hier. Dann können wir hier schon mit Wohngebiet loslegen. Ja, zack. Zack. Und zack. Und zack. Und das hier kann direkt wieder weg. So. Gut. Der Rest wird werden Freiflächen sein. Also Erholungsflächen meine ich. Parks und so. Jetzt hört doch mal auf, hier Weihnachtsgeschenke zu bauen, Mann. So. Nein, mach das weg. Ich wusste gar nicht, dass das so viele Gebäude sind. Ah, ihr braucht noch eine Monorail-Station. Dann habt ihr hier eure Monorail-Station. Ja, wunderbar. So, Bandagenblues. Ja, okay, ich denke, ihr braucht hier unten wieder alles, ne? Einmal Schulen, einmal Feuerwehr, einmal Polizei. Ich denke, ihr braucht alles hier. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, das machen wir nämlich dann einmal hier hin. Dann machen wir hier einmal ein Kranken... Epidemienforschungszentrum. Können wir auch noch uns hier aufbauen? Machen wir auch. Würde ich aber vorschlagen, dass wir das so an den Rand machen. So. Da können wir einmal ein Krankenhaus. So. Große Grundschule auf jeden Fall. Da streikt die Lehrer nämlich wieder. So. Und Feuerwache. Genau. Und hier noch eine große weiterführende Schule. So, passt doch alles perfekt hier rein. Und passt auch ins Budget. Also kein Problem. So, wo streiken denn jetzt die Lehrer? Das sind aber Ärzte, die da jetzt streiken, ne? okay, da muss da dafür halt das nächste Haus weichen. Es tut mir leid, Leute. Aber wir brauchen hier mehr Ärzte. So, und die Lehrer. Nichts mehr. Okay, cool. Wow. Okay, sehr schön. Alles klar, und warum, was habt ihr jetzt hier wieder für ein Problem? Warum? Gering, gering, hoch, hoch. Kriminalität? Na gut, ich hab... Hallo? Ihr habt doch hier direkte Polizei stehen. Kriminalität gering, ja, sehr gut. Verkehrsgeräusch hoch. Ja, was soll man da machen? Wir haben doch schon Einbahnstraßen hier und was. Mensch. Vielleicht einmal den Bäumetrick. Einmal den Bäumetrick schön. Ja. Verkehrsgeräusch. Kommt wieder ein Geschenk raus da. Verdammt nochmal. Nein. Mach das weg. Ihr braucht Jobs? Warum braucht ihr Jobs? Wo fahrt ihr hin? Ihr fahrt nirgendwo hin. Oh, das ist weit. Warum geht ihr nicht hier arbeiten? Wir haben doch hier Jobs für euch. Aber okay, dann machen wir euch mal noch mehr Jobs hier hin. Ich meine, wir haben ja da eine Monorail-Anbindung dafür. Das sollte schon passen, so. Das einmal so, genau. Und jetzt mehr Jobs aufbauen für die Leute, die hier frisch dazugezogen sind. Dann können wir hier nochmal das Monorail-Kreuz fertig machen, das neue. Wobei. Gucken wir beim nächsten Mal. So. Ist schon wieder voll, Mensch, was ist denn hier los? So, Bushaltestelle, U-Bahn. Könnt ihr nämlich schön hier mit dem Netz verbunden werden. Uiuiui. Okay, hier müsste theoretisch auch nochmal eine U-Bahn hin. Ja. Da kann noch eine U-Bahn hin, tatsächlich. Okay, so.
Und schon geht's euch gut. Seht ihr? Schon geht's denen gut. Ja, finde ich cool. Das heißt, dass wir hier dann auch nochmal eine neue Monorail-Station denen hinknallen können. Und dann würde ich einfach mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, und der wird auch genutzt. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.